Und damit begrüße ich euch zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator 2017 Editor hier auf CastleX mit mir, dem Felix. Ich habe eigentlich mal veranschlagt, glaube ich, 2 oder 3 Folgen hier am BW. Sind jetzt schon 5, 6 Folgen. Und mir fällt gerade was auf, was mir noch nicht ganz gefällt. Und zwar müssen wir das Heizhaus wieder erhöhen. Es muss auf jeden Fall wenigstens die Fenster geschlossen sein. Machen wir mal 0,6 draus und dann passt das schon fast wieder. Senken das Thema nochmal ab. Mir ist das Spiel vorhin wieder abgeschmiert, das regt mich voll auf. Eigentlich speichere ich nach jeder Folge. Deswegen, deshalb ist mir jetzt gerade bloß aufgefallen, weil ich jetzt hier noch 2014 einstellen musste. Ja, jetzt ist wenigstens zu. Man sieht natürlich noch die Fenster, aber was soll's. Genau, ich hatte angesprochen, wir wollen uns in dieser Folge mal, ja, was heißt beschäftigen, ne? Das muss halt gemacht werden. Zwar so ein Übergang, der einmal um die Drehscheibe drumherum führt, muss gebaut werden. Das Zeugs gleich mal wieder raussuchen. Überweg 5 Meter. Hab ich da jetzt. Ich würde jetzt, wir könnten auch, wohl müssten, könnten. Nehmen wir das sogar vielleicht auch. Das sind im Endeffekt auch die 5 Meter. Und wir haben halt wirklich das Loch für die Gleise, also die zwei Schlitze, wo die Gleise drin laufen. Ich orientiere mich jetzt. Scheiße. Ich wollte mich eigentlich an dem Grau hier orientieren, aber irgendwie sehe ich das, glaube ich, jetzt zwischen den ganzen Gleisen gar nicht mehr. Gut, müssen wir mal ein bisschen so Schwellen zählen. Also so ist 1, 2, 3, 4, 5 Schwellen sind es jetzt. Mal sehen, sieht auch immer so aus, als ob wirklich genau eine Schwelle hier auf dem Betonrand ist. Ja, dumm gelaufen. Genauso, was dann auch vielleicht nicht ganz so schön aussieht. Ja, ich habe es mir nämlich schon gedacht. Es wird nicht ganz reichen immer. Ah, zumindest hier reicht es nicht. Gut, hier können wir auch einen Weg hier hinter zu gehen lassen. Und hier ist wieder das andere Problem, dass das zu weit ist. Das ragt ja in dem Fall jetzt hier rein und das sieht dann, wenn ich jetzt, hallo, String V. Wenn ich jetzt das nächste hier hin platziere, wird das dann irgendwann, oder sieht es ganz einfach beschissen aus. Wenn jetzt hier das reinragt, wenn das hier reinragt. Ah, Mann, was haben wir noch so? Hier bloß die schmalen Überwege. Müssen wir vielleicht doch wieder das nehmen. Nützt ja alles nichts. Weil hier sind wir jetzt ganz einfach nicht an die Schienen gebunden. Und es sieht trotzdem gut aus. Also was soll es. Ganz aus. Können wir das ja so lassen hier. Genauso weiß ich auch nicht, wie wir es machen. Wegen der Höhe. Okay, das können wir eigentlich auch ganz am Schluss machen. Dass wir jedes zweite entweder ein Stück runtersetzen. Dass wir einfach dieses Flackern hier dann nicht mehr haben. Wir könnten ja auch rechnen. Was ist denn das für eine Gradzahl immer zwischen den einzelnen Gleisen? Ich wollte jetzt mal gerne Mathematik anwenden. Wir sind hier. Das ist die Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sind das nicht ganz 10 Grad? 17. Rechner. Wir haben ja 180 Grad, wäre ja die Hälfte. Oder was habe ich in 17? Entweder wir probieren 10 Grad oder durch 17 wären gleich 10,58823. Ich merke es mir. Ich würde mal 10 Grad probieren eben. Jetzt ist gleich die nächste Frage: Schaffen wir hier 10 Grad einzustellen? Jawohl, ja. So. Und jetzt drehen wir das mal um 10 Grad. 10 Grad würden, wie es scheint, nicht ausreichen. Zumindest ist es nicht parallel mit der Schwelle. 10,5 wird wahrscheinlich nicht gehen. Na? 10, doch!
5, 8 hatte ich so gesagt. Hatte ich das so gesagt? Nochmal schnell aufs Handy gucken. 5, 8, ja. Löschen wir das nochmal, fügen wir das nochmal ein. Trotzdem irgendwie nichts Richtiges. Wo sind wir hier schon nicht richtig parallel? Es ist halt jetzt, wenn man jetzt mal genau arbeiten will. Ach so, ich muss ja jetzt auch. Dann muss man halt genau arbeiten. Komischer Satz, aber ist so. Setzen wir das hier oben mal ein bisschen Ecke auf Ecke. So. Und jetzt kopieren wir uns aber das Teil. Machen hier unten unseren Häkchen rein. 10,8 Schlag mich tot. Also ganz klappt es leider nicht, würde ich mal so denken. String V. Jetzt müssen wir ja zwei Schritte machen. Eigentlich. Ach nee, nicht. Bis L. Wir haben ja weiter kopiert. Nee, es wird. Klappt nicht so richtig. Können wir gleich vergessen. Wird nichts. Müssen wir mit der Hand machen. Gut, wäre jetzt einfach bloß, um ein bisschen Mathematik hier in die Geschichte reinzubringen. Wir wollen ja auch Bildungsfernsehen hier irgendwo sein. Fernsehen sind wir zwar so oder so, ne? Aber vielleicht ein bisschen bildend können wir ja bleiben. Aber ich weiß jetzt nicht so ganz. Ah, das wollte ich nicht machen. Weil die Bretter, die stehen halt so oder so irgendwo dann voneinander mehr weg. Das ist auch schön, wenn man mal auch kurz auf den Desktop guckt. Ja, gleich mal speichern. Bevor es dann wieder zu spät ist. Ich muss noch eine Folge dann auf jeden Fall aufnehmen, bevor ich dann keine Lust mehr habe. Wo keine Lust mehr haben darf, aber es läuft. So ist es halt nicht die schönere Variante, also es ist nicht die schöne Variante, es gibt ja noch halt die schönere, aber es ist zweckmäßig. So genauso, ich weiß es nicht, wie ist denn das? Läuft man normalerweise wirklich hier durch den Schotter oder gibt es ja eigentlich auch Wege? Müsste man nochmal. Muss ich mir nochmal Bilder vom Bahnbetriebswerk oder sowas angucken? Wie genau das dort ist. Ob man eigentlich durch den Schotter läuft oder ob es hier wirklich noch. Ja, boah. Also, das würde ich auch mal alle zwei, jede zweite Tür oder sowas, das zumindest immer in die Richtung den Weg gehen lassen. Natürlich rein wird es ein bisschen schwierig. So, wie viele Stände haben wir noch? Wie viele haben wir schon? Hat jemand mitgezählt? Ich auf jeden Fall, ne? Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Das, was ich ja mal einfüge, ist ja eins der ersten. Und der müssen wir ja. Das müsste ja quasi nicht ganz auf fast passen, dann am Ende. Wenn es genau ein Halbkreis ist oder ein Stückel mehr. Und den kommen wir gerade langsam entgegen. Es ist. Wenn ich so auf die Zeit. Das geht eigentlich gerade gar nicht. Ich gucke gerade, ich habe ja so eine Zeiteinblendung bei meinem Aufnahmeprogramm hier und sowas. Da steht gerade über 9 Minuten. Wir haben doch jetzt nicht in 9 Minuten bloß diesen Scheiß hier gemacht, oder? Mit dem kleinen Mathe kurz zwischendurch. Es läppert sich zusammen anscheinend. Ei, du Elend. Ei, geht gar nicht. Wirklich. Da mache ich schon Viertelstunde Folgen, ne? Ich könnte ja schon bloß 10 Minuten Folgen machen, aber. Bist echt. Dauert wirklich ewig, um mal da irgendwo eine Strecke zu bauen. Das ist so unfassbar. Darum habe ich auch noch nie eine wirklich fertig gebracht. So, ich würde mich jetzt hier oben an dieser Ecke wenigstens orientieren. Ja, geht schon. So, und jetzt jedes zweite absenken. Da wird das gleich. Oh, falsch.
Das ist gleich das erste. Absägen möchte ich gerne. Einfach nur, dass es mir dieses Geflagger nicht so sehr haben. Und das fällt doch gar nicht so sehr auf, wenn da mal eins bisschen nach unten zeigt. Weiter, also tiefer ist halt. Das war abgesenkt, jetzt muss das abgesenkt werden. So. Ich wollte eigentlich noch mehr in der Folge machen, aber scheiße, er bleibt doch in der nächsten Folge nochmal hängen. Dass wir dann doch nochmal jetzt uns ein bisschen mit der Straßenplanung beschäftigen. Wo geht was lang? Ich will noch nicht zu sehr nach vorne greifen, weil wir schaffen es dann wieder eh nicht. Noch wegen Straßenbahnschienen. Also würde ich mal sagen, wir werden noch keine verlegen. Zumal ich da auch nochmal gucken muss, welche genau wir da verwenden am besten. Das neigen wir schon mal. Weil wir sind ja hier auf dem Schotterbett. Wir müssen ja jetzt hier Höhe überwinden. Brauchen wir gar nicht so sehr zu neigen. Ach, was ich mal noch ansprechen wollte. Ja, okay, ist jetzt wieder am Ende der Folge immer so ein bisschen schlecht, ne? Falls es irgendeinem mit der Zeit langweilig wird. Ich kann das auf alle Fälle verstehen. Aber dafür gibt es auf jeden Fall eine Abhilfe. Und zwar, indem ihr einfach mal eure Musik-Playlist im Hintergrund laufen lässt. Deswegen lasse ich hier halt keine Musik laufen, weil ja jeder irgendwie einen anderen Geschmack hat. Und deswegen lasse ich es einfach bei dieser Ruhe. Und stelle jedem gerne zur Verfügung, dass ihr einfach im Hintergrund noch eure eigene Musik laufen lassen könntet. Und ich damit niemanden auf den Geist gehen muss mit meiner Musik, die ich da jetzt hier irgendwie wo aus dem Internet wieder raussuchen müsste. Und also das wäre nochmal so eine Lösung, falls es irgendwie mit der Zeit etwas öde wird, gerade weil es mal auch ein paar Sekunden gibt, wo ich mal nichts spreche. Aber wir haben jetzt schon mal so einen Kreis hier irgendwie erschaffen. Ja. Das. In über 12 Minuten. Wir haben auch gerechnet, das muss man dazu sagen. Ihr könnt schon mal sagen, die Hausaufgaben für morgen sind schon mal erledigt. Insofern. Oh, irgendjemand wird es schon auffallen, weil er die Folge hier gesehen hat. Aber ich sag mal so, es würde auch nicht auffallen, wenn es nicht vorhanden ist. Ganz einfach. Auf der Modellbahn habe ich es zum Beispiel auch nicht. Und oh, ich mache trotzdem Fotos davon. Gut. Straßenplanung. Nächste Folge. Eventuell, je nachdem, ich habe ja jetzt 30 Sekunden bis zur nächsten Folge, bis ich die nächste Folge aufnehme. Vielleicht ändere ich da auch nochmal meine Meinung. Oder ich gucke auch nochmal schnell nach Bildern, wie es aussieht, wie hier die Führungen zu den Einfahrten sind. Ob es da irgendwas gibt oder ob man da wirklich im Gleisbett läuft. Ich würde nochmal gucken und sonst wollte ich mich erstmal wieder an der Stelle von euch verabschieden. Ich sage, das war's von der Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch. Ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Ach, so ein bisschen aufstoßen nebenbei. Ja, ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.